Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, frisch und fruchtbar sein. Mit diesen Worten aus dem 92. Psalm begrüße ich Sie herzlich zur ökumenischen 10-Minuten-Andacht aus dem Kirchenkreis Walsrode. Heute aus den herbstlichen Leinewiesen in der Kirchengemeinde Schwarmstedt. Ich lese für uns Worte aus dem 92. Psalm, der uns heute durch diese Herbstandacht begleiten wird. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grün. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Amen. Es wird kälter. Der Herbst kommt. Gestern haben wir das erste Mal im Pfarrhaus die Heizung so richtig aufgedreht. Die Blätter werden jetzt bunt, aber trotzdem ist es, wenn die Sonne scheint, draußen an einem geschützten Platz auch noch richtig warm. Der Herbst ist, finde ich, eine schöne Jahreszeit, die mit Worten aus dem 92. Psalm, den wir eben gehört haben, zum Dank für die Freuden des Sommers und für die Ernte einlädt. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände, so heißt es im Psalm. Außerdem ist der Herbst eine Jahreszeit, die mich jedes Jahr wieder ins Staunen bringt. Wie umsichtig ist doch in der Natur alles eingerichtet. Die bunten Blätter, die uns mit ihren Farben erfreuen, die sind ja so unterschiedlich gefärbt, weil der Baum seine Nährstoffe, also die Spurenelemente, nach und nach in den Stamm, genauer gesagt ins Phloem, wenn Sie sich noch an den Biologieunterricht erinnern, einzieht und zurückholt. Wie wunderbar das jedes Jahr wieder funktioniert und wie bunt die Herbstfärbung dann ist. Im Herbst staune ich und kann einstimmen in die Worte des Psalmbeters, die wir gehört haben. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Der Herbst also eine Zeit zum Danken und zum Staunen, aber auch, und das ist jedes Jahr im Herbst auch für mich wichtig, eine Zeit des Innehaltens und des Nachdenkens über die Vergänglichkeit. Wie schnell ist doch wieder ein Jahr vorüber? Wie viel größer sind die Kinder geworden? Wie viel älter die eigenen Eltern und auch ich? Wir sprechen ja auch vom Herbst des Lebens und meinen damit die Altersspanne im nicht mehr erwerbstätigen Alter. Die Zeit, wenn die Kräfte langsam weniger werden und man sich manches Mal lieber hinlegen und unter eine warme Decke kuscheln möchte, statt wie im Sommer geschäftig umherzueilen. Auch der Herbst des Lebens, so habe ich beim Nachdenken über Psalm 92 gedacht, hat seine schönen Seiten. Im Herbst, da braucht man nicht mehr in Hektik zu verfallen, was jetzt noch alles erledigt werden muss. Im Herbst, da sind die Früchte eingeholt. Wir können dankbar sein. Vieles im Leben wurde erreicht und geschafft. Im Herbst ist Zeit, es sich gut gehen zu lassen. Bei einer Tasse Tee, bei einem guten Gespräch, einem lieben Besuch, beim Beobachten der Kinder und Enkelkinder. Und apropos Enkelkinder und Kinder, haben Sie schon mal versucht, im Herbst einen Drachen fliegen zu lassen? Das ist ja, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach. Mein Mann macht das mit den Kindern immer am Strand. Bis man die Dinger in der Luft hat, ist es gar nicht so leicht. Aber wenn die erstmal in der Luft sind, dann bin ich immer überrascht, wenn meine Töchter mir diese Schnur in die Hand drücken, wie sehr so ein Drachen nach oben in den Himmel zieht. Und mich fasziniert diese Kraft, mit der der Drache nach oben will. Vielleicht ist es im Leben ja so, mancher Sturm, der zerrt an uns. Manche Träume müssen wir aufgeben und manch Liebgewordenes müssen wir loslassen und auch Abschied nehmen. Aber wir gewinnen mit jedem Lebensjahr an innerer Leichtigkeit. Mit jedem Jahr des Älterwerdens können wir mehr und mehr unsere Gedanken fliegen lassen, zurückblicken und erkennen, wo wir beschenkt wurden. Mit jedem Lebensjahr gewinnen wir sozusagen ein Stück mehr
Leine an der Drachenschnur. Immer steigt der Drachen einen Augenblick höher. Heute ist in Schwarmstedt nicht genug Wind, da können wir das nicht ganz so ausprobieren. Aber stellen Sie sich vor, unser Drachen würde immer weiter in den Himmel steigen. Der Wind zieht uns also sozusagen zum Himmel und wir spüren, hier auf der Erde hatten und haben wir ein gutes Zuhause. Doch wir gehören nicht allein der Erde. Unsere Lebensreise geht weiter. Wie ein Drachen, den es zum Himmel zieht, gehören wir zum Himmel und zur Erde. Unser Körper ist noch am Boden, aber mit jedem Jahr fliegt er höher hinauf. Er kann schon fliegen und weiß, wohin die Reise geht. Denn für Gottes Kinder steht der Himmel offen, ebenso wie es im Psalm 92 heißt. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Diese Gewissheit möge uns durch den Herbst und durch alle Jahre und Tage unseres Lebens tragen. Amen. Gütiger Gott, ich danke dir für alles, was gelang in diesem Jahr und in meinem Leben. Ich danke dir für die strahlende Herbstsonne, für das bunte Laub und für die Ernte der Felder. Meine Fragen und Sorgen, alles, was schwer auf meiner Seele liegt, das bringe ich zu dir. Barmherziger Gott, ich denke an alle, die verzweifelt sind, weil Lebensstürme so sehr an ihren Kräften zehren. Ich bitte dich, schenke du Ruhe und Kraft und eröffne mir Möglichkeiten zu helfen, wo ich es vermag. Alles, was ich nicht in Worte fassen kann, das lege ich in das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Tag und in alle Tage, die vor euch liegen, mit dem Segen unseres Gottes. Gott Vater segne dich mit Zuversicht, du gehörst zu ihm. Gott Sohn segne dich mit Hoffnung, in jedem Lebenssturm ist er an deiner Seite. Gott Heiliger Geist segne dich mit Mut und Vertrauen, du kannst Gottes Güte weitergeben. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr erleuchte sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe